Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen bei diesem Video. Erinnert ihr euch noch an die VH-Aquarelle, die mir die liebe Victoria zur Verfügung gestellt hat und die ich euch im Oktober vorgestellt habe? In diesem Video werden wir uns noch näher damit beschäftigen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe sie zwischendurch nochmal benutzt für ein Artwork. Ich habe auch mal eine kleine Swatchkarte hier reingeklebt, dass ich immer einen Überblick habe, welche Farben ich habe. Das habe ich bei den Farben jetzt noch nicht gemacht, aber das werde ich sicherlich nochmal irgendwann tun. Die beiden extra Farben, die ich bei der Lieferung mit dabei hatte, die habe ich jetzt in meinen anderen Aquarellkasten mit reingepackt. Mal gucken, wenn ich irgendwann noch mal so ein Döschen oder einen großen Aquarellkasten habe, dann werde ich die Farben von der Victoria alle mal zusammenpacken. Ja, und heute in diesem Video geht es auch wieder um Victoria Hilbrecht hat die handgemachten oder ihre handgemachten VH-Aquarellfarben. Und zwar sind das selbst hergestellte Farben. Sie benutzt dafür zum Teil Honig als Bindemittel. Mittlerweile arbeitet sie daran, eine vegane Farbpalette herauszubringen. Und sie hat auch noch die Metallic-Farben, die natürlich in ihrer Art komplett vegan sind, dadurch, dass andere Bindemittel benutzt werden als Honig. Ja, und in diesem Video geht es jetzt um diese kleinen Dots, die ich zu den einzelnen Bestellung dazu bekommen habe. Bei den Metallic-Farben waren, ich glaube, 6 so kleine Farbdots dabei und als ich mir das Herbstset aussuchen durfte, hatte ich diese riesengroße Tüte mit jeweils 50 Farbdots. Einmal die Honigfarben und einmal die Metallic-Farben. Ja, und die werde ich jetzt aufkleben in mein Sketchbook und dort swatchen. Dabei werde ich jetzt nicht ganz so viel quatschen. Ich erzähle euch noch ein ganz kleines bisschen was zu den VH-Aquarellfarben. Wenn ihr da auch Interesse dran habt, euch mit den Farben einzudecken, habe ich euch einen Affiliate-Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Ja, wenn ihr Victoria Hilbrecht in den sozialen Medien folgt, werdet ihr sehr viele Werbevideos, kleine Reels von ihr sehen, in denen sie zeigt, wie sie die Farben macht. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Man sieht einfach, wie viel Zeit und Liebe sie in diese Farben steckt. Und alles, was übrig bleibt und nicht in diese übervollen Näpfchen gepackt wird, macht sie als kleine Dotcards fertig und verkauft diese dann auch noch als Probepäckchen. Das heißt also, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Farbe ihr haben wollt und das vielleicht auf ihrer Shopseite nicht ganz so gut erkennen könnt, kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen, diese kleinen Dots zu kaufen und euch mal die Farbpracht anzuschauen. Und diese Dots sind wirklich so groß und ergiebig, dass man da mit Sicherheit auch mehrere Bilder mitmachen kann. Also schaut es euch einfach mal an und lasst euch auch jetzt hier durch meine kleine Swatch-Aktion inspirieren. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Ja, als allererstes swatche ich die Honigfarben auf. Ich habe sie erst schön säuberlich eingeklebt und habe daneben immer etwas Platz gelassen, sodass ich dort mein Farbfeld anlegen kann und fange mit den Honigfarben an. Was ich noch gar nicht erzählt habe, Victoria ist eine Künstlerin. Als Künstlerin hat man natürlich ein Verständnis dafür, was der Künstler auch braucht. Von daher ist es nur logisch, dass ein Künstler Aquarellfarben herstellt. Victoria hat 2022 die Firma VH Aquarell gegründet und stellt seitdem in Handarbeit ihre Farben her. Sie hat einen YouTube-Kanal, wo sie die Prozesse zeigt und auch in den sozialen Medien bei Instagram zeigt sie, wie sie die Farben herstellt und wie die dann aufgeswatcht aussehen. Schaut da unbedingt mal vorbei. Dann erzähle ich euch erstmal was zur Künstlerin. Und zwar ist das die liebe Victoria Hilbrecht, die als Künstlerin und Kunsthandwerkerin tätig ist. Und sie hat schon immer großen Wert auf die Schaffung und Nutzung von hochwertigen Materialien gelegt, die es halt eben herkömmlich nicht zu kaufen gibt. Und in ganz feinster Detailarbeit ist es ihr immer ein besonderes Streben, einzigartige Farben zu schaffen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch selten so pigmentierte Aquarellfarben gesehen wie die von der Victoria. Das macht wirklich sehr viel Spaß, damit zu arbeiten, denn man kann sie wirklich sehr weit runter verdünnen und es bleibt immer noch Farbe da. Das macht wirklich sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Auf ihrem Instagram-Profil sieht man
wie sie die Farben in wirklich liebevoller Eigenarbeit anfertigt und jedes der Farbnäpfchen mit einer extra Portion Farbe füllt. Also die Näpfchen, die sie dort füllt, das sind alles halbe Näpfe, aber die sind wesentlich voller als die industriell gefüllten Näpfchen. In meinem ersten Video, wo ich über die Honigfarben erzählt habe, habe ich einen Kommentar drunter gehabt, wo geschrieben wurde, dass der Kommentarschreiber es Verschwendung findet, dass Honig in Aquarellfarben als Bindemittel benutzt wird. Ja, könnte man aus der Sicht betrachten, wenn es sich darum handelt, dass es ein Nahrungsmittel ist, aber es ist ein gängiges Bindemittel, das in sehr, sehr vielen Aquarellfarben zu benutzen ist und es ist ein natürlicher Stoff. Es ist jetzt keine Chemie, die da reingepresst wird. Aber um jetzt erstmal den Wind aus den Segeln zu nehmen, Victoria Hilbrecht arbeitet gerade an einer veganen Reihe mit ihren Farben. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, diese auch für euch zu testen und dann können wir sie ja vergleichen. Was ich bei den Honigfarben richtig klasse finde, ist, dass sie alle im Näpfchen sehr schön glänzend sind und dass sie auch vom Farbauftrag sehr, sehr cremig sind. Das merkt man hier auch beim Swatchen sehr. Was mir auch sehr gefällt, ist diese Farbbrillanz. Wir haben hier nicht eine Farbe, wo ich jetzt sagen würde, dass sie irgendwie schwach auf der Brust ist. Nein, sie sind alle super farbintensiv. Das gefällt mir richtig gut, denn so kann ich die Farbe auch verdünnen und verdünnen und ich habe immer noch Pigment auf dem Papier. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. So, nun werde ich aber nicht mehr weiter quatschen. Ich werde jetzt ein bisschen Musik unter meine Farbswatches legen, sodass ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, einfach euch zurücklegen könnt und das Ganze genießen könnt. Oder aber ihr könnt vorspulen bis zum Fazit. Das ist euch überlassen, denn nicht jeder mag so lange Malvideos mit Musik. Aber es gibt ja auch Leute, die dabei entspannen können, so wie ich. Ich habe mich beim Swatchen total verloren. Es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht und habe beim Schneiden immer so gedacht, so, ach, wie schön. Und dann dachte ich so, nee, Mist, du musst ja schneiden. Da war ja schon wieder die nächste Farbe. So ist das halt, wenn man sich so ein bisschen in den Swatches verliert, weil die Farben halt einfach wirklich so toll sind. Wie gesagt, vorspulen könnt ihr, ich werde Zeitstempel einbauen. Thank you.
und dann haben wir ja auch noch die Neonfarben, die teilweise bei den Honigfarben mit dabei waren und wo ich jetzt auch eine kleine Auswahl von habe. Auch die finde ich extrem interessant. Die sind sehr pigmentiert und leuchten total. Ich habe mir von Paul Rubens die Neonfarben gekauft und da war ich ja auch schon sehr begeistert davon. Also wenn ihr Neon-Aquarellfarben sucht, dann schaut euch unbedingt dort im Shop mal um. Die Auswahl, die ist schon ganz ordentlich und die Qualität der Farben ist wirklich klasse und vor allen Dingen bekommt ihr auch richtig übervolle Näpfchen. Das, was die Industrie nicht schafft, sie macht bis zum Rand gefüllte Näpfchen, teilweise noch nicht mal bis zum Rand gefüllt und Victoria legt noch einen riesengroßen Hügel an Farbe obendrauf. Das ist richtig cool. Bei den Metallic-Farben wird kein Honig als Bindemittel benutzt. Sie arbeitet mit metallischen Pulvern, um die Farben metallisch zu bekommen. Und was bei ihren Farben sehr häufig ist, dass sie zwei Farbtöne miteinander mischt. Und so bekommt man einen richtig coolen Effekt. So hat sie zum Beispiel ein Gold, was teilweise etwas rosa reflektiert. Und so sind dann wahrscheinlich auch ihre Chamäleonfarben entstanden. Die waren jetzt hier bei dem Probepäckchen nicht mit dabei. Ich habe jetzt hier nur ja eine ganz große Auswahl an ihrer Metallic-Farbpalette. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mega begeistert von. Vor allen Dingen auch von diesen Goldtönen. Denn sie hat unterschiedliche Goldtöne. Ich habe jetzt leider nicht so viele zum Swatchen dabei gehabt, aber das eine Gold, das hat mich schon wirklich überzeugt und ich hatte ja schon ein Gold, dieses Champagner-Gold, welches ich mir ja selbst gekauft habe, was mich ja auch schon sehr überzeugt hat.
counting stars since 94. Waiting for someone to come and knock on my door. Looking for someone who'd be the Venus to my Mars. Why does love always have to be this hard? Got me feeling like yeah.
Ja, schon sind wir am Ende dieses Swatch-Videos angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und fühltet euch ein ganz kleines bisschen inspiriert von der großen Farbwelt von den VH-Aquarellen. Ich für meinen Teil habe schon ein paar Lieblinge gefunden, wo ich auf jeden Fall die Augen aufhalten werde. Und wenn ihr mich bei meinem Kauf unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr über den Affiliate-Link einkaufen würdet. Euch kostet das nichts mehr, aber ich bekomme eine kleine Provision, wenn ihr einkauft, sodass ich mir von den tollen Farben noch was nachkaufen kann. Ich bedanke mich total dafür, dass ihr mich so unterstützt. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem Teil, der für euch wichtig ist. Wir haben ja noch die Verlosung ausstehend. Ich habe eine Upgrade-Box für euch gepackt. Im letzten Upgrade-Video habe ich euch die Box kurz gezeigt und ihr habt fleißig in den Kommentaren euch dafür beworben. Und jetzt würde ich gerne den Namen dafür ziehen. Ich habe einige Vorbereitungen dafür getroffen. Ich habe erstmal alle eure Namen aufgeschrieben, habe sie auf kleine Schnipsel geschrieben und zusammengefaltet und in diese Box gepackt. Und dann geht's jetzt gleich los mit der Verlosung. Ja, das ist jetzt die besagte Box. Die habt ihr ja gerade schon gesehen. Ich schüttel noch mal einmal. Und dann drehe ich das um, damit ich nicht reingucken kann, damit der Deckel so aufgeht. Und jetzt, Trommelwirbel, werde ich hier aus den 27 Namenskärtchen eine rausziehen, die dann die schöne gepackte Upgrade-Box gewinnt. Also es ist ja keine originale Upgrade-Box, ne? Es sind ja Sachen, die ich für euch zusammengestellt habe. Okay, geht los. Ich wühle noch mal ein bisschen. So. Und es ist Sarah Fetsch. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sarah. Du hast die tolle Upgrade-Box gewonnen. Wie du an den Preis kommst, ich würde dich einfach bitten, dass du mir unter kreativehexe@gmail.com eine E-Mail schreibst. Die E-Mail-Adresse blende ich ein und ich werde sie auch in der Videobeschreibung einfügen. Bitte einmal eine E-Mail schreiben, wo du mir deine Adresse mitteilst und ja, dass ich dir die Box einfach zuschicken kann. Dann würde ich das auf jeden Fall im Laufe der Woche machen. Dann bekommst du auf jeden Fall auch noch vor Weihnachten die Box zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch und auch ganz lieben Dank an alle anderen, die mitgemacht haben. Vielleicht mache ich ja nächstes Jahr nochmal so eine Aktion. Deswegen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auf jeden Fall dieses Video nicht, beziehungsweise kommende Videos. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben für dieses Video da. Und dann sage ich ganz einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure kreative Hexe, die Kati.